Hallo zusammen und willkommen zur Skyrim Mod Series Episode 93. Heute ist leider mein zweiter Monitor kaputt gegangen. Also hoffe ich, dass ich einen neuen bekomme in den nächsten Tagen. Das wäre genial, denn alles ist irgendwie so eingeschränkt. Wie auch immer, wir sehen hier das Royal Elven Stat. Eine leichte Rüstung, die anhand eines Artworks komplett neu gemacht wurde. Hat eine nette HD-Textur mit schönen Farben, wie ich sagen muss. Schönes Design und coole Details, wie zum Beispiel die Handschuhe, die ihr eben gesehen habt. Der Rücken und die Front gefällt mir gut, die Brustplatte, genauso wie die kleinen Gürtel an der Schulter und die Details an den Schuhen. Sehr schön. Es gibt übrigens zwei verschiedene Gürtel für diese Rüstung. Ist allerdings nur für weibliche Charaktere, nicht für männliche. Und ich gehe davon aus, das wird sich nicht ändern. Außerdem ist die Rüstung herstellbar. Ihr könnt sie verbessern, allerdings nicht verzaubern, sofern ich gesehen habe. Die ist schon verzaubert mit einigen nichtsbringenden Verzauberungen. Es gibt eine neue Pferdemod, die heißt Blaze of Eventide von Alec. Da müsst ihr jetzt erst dieses Buch hier finden, an der Stelle, die ich eben auf der Karte hier eingeblendet hatte. Dieses Buch hat einige interessante Informationen über das Pferd selbst. Allerdings gibt es euch zwei Schreie, Shouts. Mit dem einen könnt ihr das Pferd beschwören. Ich muss sagen, die Textur sieht einfach geil aus. Wie als wäre die Haut aus Magma oder das ganze Pferd aus Magma mit ziemlich genialen Feuereffekten, die 3D sind. Und in der Nacht sieht es einfach genial aus, da das ganze Ding die Umgebung beleuchtet und glüht wie verrückt. Das Pferd selbst folgt dem Spieler. Wenn ihr Feuer auf es schießt oder sonst was, heilt es das Pferd. Es greift Feinde an und entzündet sie und der zweite Shout ist diese geile Explosion. Das heißt, das Pferd wird gerufen und geht auf den nächsten Gegner drauf und explodiert dort. Horseman Mounted Combat Enhancement. Das ist eine Mod von Wrongfail. Der Typ hatte eigentlich schon Mounted Combat möglich gemacht, bevor der 1.6 Patch für Skyrim mit Mounted Combat überhaupt rausgekommen ist. Jetzt war er natürlich leider etwas angepisst, hat das Ganze dann fallen gelassen, ist aber wieder dahin zurückgekommen und verbessert das Ganze jetzt. Wir haben jetzt hier Mounted Combat für Begleiter, das gibt es ja eigentlich schon. Allerdings mit dieser Mod gibt es eben diese AI für oder KI für Begleiter und für NPCs. Und das ist nicht die Skyrim KI, sondern eine eigene. Das heißt, die hier ist viel flexibler. Das heißt, die greift an, dann geht sie wieder ein Stück zurück oder bereitet sich vor, wechselt zu einer anderen Waffe. Die KI kann Nahkampf- und Fernkampfwaffen benutzen. Manchmal flüchten sie auch, hauen ab vor einem. Also nicht in der Weise, dass sie dann irgendwo stehen bleiben, sondern dass sie wirklich rennen wie vom Blitz getroffen und versuchen zu entkommen. Man sollte für die Mod mindestens Level 20 sein, denn ansonsten werden die Typen gar nicht erst spawnen, die sind dann sonst zu stark. Es gibt nämlich zum Beispiel neue Banditen auf den Straßen, auch in den Feldern von Whiterun oder Weißlauf, die einen angreifen und die eben beritten sind. Genauso gibt es Whiterun-Wachen, die rumrennen und beritten sind, oder andere Wachen, die hier auf den Straßen patrouillieren. Es gibt neue Händler, die über die Straßen reiten, die dann von Wachen begleitet werden, und die gehen dann noch wirklich in Städte rein, trinken was und latschen dann weiter. Bei denen könnt ihr übrigens auch kaufen, wenn ihr wollt, so eine kleine Alternative, die da eingebaut ist. Ja, es gibt zum Beispiel auch Imperiale und Stormcloaks, die hier auf den Feldern irgendwo sich battlen, was ziemlich cool ist. Mounted Combat generell meiner Meinung nach immer noch zu schwierig, ehrlich gesagt. Damit irgendwas zu hitten vom Pferd aus ist echt eine Kunst. Man muss es irgendwie so in einem 20 Grad Winkel rechts vorne vom Pferd muss man irgendwie hin, also muss der Gegner sein, damit man trifft oder so. Wirklich eine Kunst für sich, aber die Mod an sich für Begleiter und NPCs ziemlich cool gemacht. Es gibt auch Zukunftspläne, seitdem die Mod eigentlich in Beta-Stadius ist. Und zwar wäre das Mounted Combat Enhancement für den Spieler selbst. Also mal sehen, was wir da noch bekommen. Da gibt es keine näheren Details. Außerdem Speere für den Spieler und NPCs. Eine Charge-Attacke mit der Lanze. Und Mounted Casting, also Zaubern vom Pferd runter. Das haben wir eigentlich auch schon. Aber wäre natürlich cool, das richtig schön umgesetzt, alles in einer Mod zu haben. Hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen.
hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann klickt doch bitte den Like-Button. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder den Channel abonnieren für mehr. Und ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss.